Wenn auf jeder dieser Türen ein Verbotsschild klebt, das mir den Zutritt verwehrt. Ich darf es nicht angucken, nicht berühren, nicht teilnehmen. Sie wollen uns nicht dran teilhaben lassen, also verkehren wir in Gassen. Die lassen uns verrecken im Schatten, was Knast schon von Geburt aus entsassen. Nur die wenigsten von hier schaffen's. Sie teilen die Gesellschaft in Klassen, sind noch hängen geblieben auf Rassen. Sag, wer hungert am meisten? Sie produzieren in Massen für Bevölkerungsdezimierung in volle Taschen. Die wollen uns nicht haben, man zieht durch die Straßen und das unabhängig von Farben. Die unterste Schicht kriegt Schaden, Träume, die ganz schnell erblassen. Zu Hause in Arzt, jetzt sammelt er Flaschen aus Sicht, wurde verwehrt durch irgendwelche Paragraphen. Sowas muss doch ausraten. Sie versperren uns die Tür, sie wollen uns in die Irre führen. Durch Massenmedien Konflikte schüren, sie versperren uns die Tür. Sehen uns als Herde, wollen uns führen, dass wir beim Schlachter später nichts mehr spüren. Sie versperren uns die Tür. Mein ganzes Leben lang wurde ich abgewiesen. Ich war schon verstoßen, bevor ich geboren war. Mir steht nichts offen. Und jedes Mal, wenn ich an eine Tür klopfe und zurückgewiesen werde, geht etwas in mir kaputt. Die dritte Welt lassen sie ausbluten und wundern sich dann über die Flüchtlingsrouten. Zäune werden gebaut, durchkommen nur die Befugten. Nicht mehr lange, bis die brechen, werden alles überfluten. Für die Gründe muss man nicht lang suchen. Kapitalismus, System der Verfluchten, macht hungrigen Menschen, die sich so darstellen wie die Guten. Gerechtigkeit herrscht nur für die Gutbetuchten. Die anderen können sich abgeben mit den Krümeln vom Kuchen. Während die sich Privatflüge buchen, sterben Menschen täglich an den Kugeln. Für die Industrie läuft der Rubel. Die reiben sich die Hände, während wir uns gegenseitig wegpusten. Und dabei nennen sie uns Schurken. In Schulen früh gelernt, wir die einfach suchen. So Trimpf in der Matrix, die Reiche sich selbst. Eine Milliarde Menschen steckt in Not, es verbreitet sich nicht die Info. Noch die Wurzeln auf Faschismus sagen, es wäre hier viel zu voll im Boot. Sie schauen nicht nur weg, nein, sie bringen um. Mein, der Widerstand wäre sinnlos. Fick dein Neoliberalismus, ähnliche Mibel und Geld, ne Verbindung. Sie versperren uns die Tür.